gibt ja die Unternehmen, die in verschiedenen Stadien sind, gerade gestartet, mittendrin in der Wachstumsphase oder vielleicht auch schon hinter sich gebracht. Und da so diesen Austausch zu gehen, wie kann so ein Framework aufgesetzt sein, war extrem wichtig. Als erstes muss man Leidenschaft mitbringen, Passion für ein bestimmtes Problem. Man muss die richtigen Mitgründer finden, das ist enorm wichtig. Und letztendlich natürlich auch den richtigen Markt, wo man dann auch wachsen kann und erfolgreich sein kann. Bei uns ging es heute in dem Deep Talk um das Thema Team-Setup, Organisations-Setup und auch die KPIs. Es ging um unfaire Vorteile von Startups, jungen Unternehmen, die sie in ihr Geschäftsmodell einbetten können, um sich von Konkurrenten, Marktbegleitern etc. absetzen zu können. Wie schütze ich mein eigenes geistiges Eigentum vor Kopie und wie bewahre ich mir sozusagen meine eigene Unternehmensidentität, meinen Unternehmenskern? Ich will Fokus halten, gleichzeitig soll ich Kundenfeedback aufnehmen. Nach welchem Kundenfeedback gehe ich denn jetzt überhaupt? Das sind so die Fragen, die das Publikum beschäftigt haben. Man kriegt eben neue Inspirationen, neue Impulse und greift immer wieder Neues auf. Und ich glaube, das ganz Besondere ist eben, dass dieses Netzwerk so offen und ehrlich miteinander umgeht und sich nicht scheut, wirklich ehrliche Hinweise zu geben.